Hallo Ladies und Gents, heute mal mit was ganz Neuem aus dem Garten bei Dennis. Der hilft mir heute, das Video zu machen. Das ist euch ja schon ein paar Mal jetzt aufgefallen, dass uns Dennis da in einigen Sachen ein bisschen unter die Arme greift. Und wir haben uns gesagt, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Und deswegen hilft er mir jetzt heute auch, das Video hier zu machen. Warum sind wir hier? Was zeigen wir euch heute? Heute gibt es die neue Urban-Serie von Vanquest. Nach vielen Anfragen hat sich Vanquest jetzt endlich mal dazu entschlossen, und das auch zu machen, urbane Taschen herzustellen in verschiedenen Größen. Auch eine Bauchtasche wird es geben in zwei Größen, oder gibt es mittlerweile, und die wollen wir uns euch heute vorstellen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran. So, also fangen wir mal an. Es gibt drei Farben. Das sind die Carbide-Taschen, das sind die städtischen und urbanen EDCs. Einmal mit 8 Liter, einmal mit 12 Liter. Das Außengewebe ist bei zwei Farben wasserabweisend. Es ist etwas anders, wie wir es gewohnt sind. Deswegen hat Vanquest auch für die taktischen Orientierten eine Stadtversion gemacht in Multicam Black mit dem altbekannten Cordura. Wir öffnen die jetzt gleich und zeigen euch das. Was ist jetzt anders? Natürlich die Aufteilung und die Form ist anders, aber auch das Material. Also es ist auch ein Cordura-Material, welches eben sehr stark wasserabweisend ist. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine Fronttasche. Das ist im Prinzip die altgewohnte Qualität hier von Vanquest. Wir haben hier verschiedene Taschensysteme, wo man Stifte oder sonstiges Gear reinmachen kann. Wir haben wieder ein Fach hier mit dem Nylon, mit dem durchsichtigen, was auch die jetzigen Rucksäcke von Vanquest schon haben. Was absolut neu ist, dass wir die Zipper jetzt haben an den Reißverschlüssen, wo wir vorher nur, was war das? Ja, wir hatten da nur dieses, wie heißt die Lanyards, das Lanyard-Material. Ja, Lanyard mit Knoten, ja, Paracord. Paracord, genau. Das haben wir auch moniert, aber jetzt gibt es da überall Zipper, also gerade bei dieser Version. Dann kommt das Hauptfach, dort haben wir auch wieder Reißverschlüsse mit verschiedenen Fächern. Und du siehst natürlich immer vorher schon schön, was drin ist. Ne? Genau, du greifst nie ins falsche Fach. Ja, kannst von beiden Seiten durchgreifen. Ja, das haben wir hier. Da passen auch, ja, da wird ja schon ein kleines Tablet reinpassen. Auf jeden Fall die großen iPads gehen hier rein. Das haben wir auch bei dem Katara so. Flat haben wir hier. Ja. Dann haben wir hier noch ein Security-Fach hinten am Rücken. Das haben wir für euch schon aufgemacht. Das ist jetzt hier die kleine Variante mit 8 Litern. Die sind natürlich schon schmal. Das heißt also, ihr werdet hier jetzt nicht, sage ich mal, sehr tiefe Dinge reinbringen können. Das ist wirklich eher für das Stadt-EDC gedacht. Das ist der kleinste mit 8 Liter. Das ist jetzt das Shadow Grau. Das ist das Midnight Blue. Also für Jeans-Träger ganz passend zur Farbe. Und das ist, wie gesagt, eben diese Multicam Black Versionen, die eben jetzt schon zu den anderen Versionen passen in Multicam Black. Der, wo ein bisschen taktisch noch unterwegs sein will, auch, sag mal, Outdoor, kann dann eben die hier benutzen. Und wir sehen hier schon alles abschließbar. Die Reißverschlüsse eben mit diesen Multi-Zippern. Eben, das ist die kleinste Variante. Was noch neu ist, das sind die verstellbaren Bügel hier. Also man kann es so schnell verstellungen. Das ist also sehr gut gelöst, finde ich. Das kommt ja öfters mal vor, dass man das schneller verstellen muss. Das System verrutscht auch nicht mehr am glatten. Ja. Am glatten also hier ist praktisch schon ein Gummizipper dran. Damit kann man sehr gut öffnen und kann dann eben je nach Belieben, kann man das sehr schön einstellen nach Größe. Das gefällt mir sehr gut. Also das unterscheidet jetzt schon die urbane Serie sehr stark von der taktischen, weil das haben wir bei den taktischen nicht. So. Gut, bei den kleinen sind die Gurte ja nicht gepolstert, einfach nur Gurtmaterial, aber allein von der Größe kannst du schon gar nicht so schwer reinmachen, dass sie gepolstert ja, sein müssen. Ja, wie gesagt, das ist die 8-Liter Version. Mhm. Das ist die kleinste Version von diesem neuen Carbide. Dann die 12-Liter Version ist dasselbe in grün, aber halt einfach wesentlich größer. Also breite Höhe ist natürlich größer, unterscheidet sich aber jetzt dann nicht mehr von dem Innenleben. Ja. Wir haben hier die Security-Tasche wieder hinten. Da kriegst du schon das XL-Tablet rein, ne? Da kriegst du schon... Du hast sogar ein 13 Zoll, ein kompaktes 13 Zoll-Notebook, ja. Denke ich mal, könntest du da sogar noch gut reinkriegen. Ja, also auch wieder in den drei Farben,
Shadow Grau, Midnight Blue und eben wieder die taktische Variante mit dem Multicam Black. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Vertreter hier. Das sind die Apex oder Edex, sorry, Edex heißen die. Das sind die 18 Liter und die 25 Liter Variante. Man sieht schon, das ist schon überhaupt nicht mehr taktisch. Das sieht schon sehr nach urbanem EDC aus. Wir fangen außen an. Wir haben wieder bei den beiden Farben Midnight Blue und Shadow Grau diese wasserabweisende Material, das spürt man auch. Dann haben wir hier ein Frontfach wieder, wo wir wieder, wohl bekannt wie es bei Vanquist ist, sehr viele kleine Lösungen haben, mit kleinen Fächern. Ein großes Fach ist noch dabei. Und immer schön in Orange, was ich selbst. Molle haben wir natürlich auch wieder drin. Das Orange, das haben sie ja generell jetzt schon lange eingeführt bei ihren Modellen, im taktischen Bereich auch. Dann haben wir hier auch wieder noch ein zweites Frontfach. Wieder mit einigen Molle-Stripes. Dann haben wir hier noch ein Fach, wieder mit Klett, wo man noch was reinmachen kann. Dann haben wir hier noch hier einen Karabiner für Schlüssel und sonstiges Gear. Und wir haben natürlich auch wieder hier eine Reißverschlusstasche mit diesem durchsichtigen Nylon, wo man sehen kann, was ist da drin. Zum schnellen Finden von seinen kleinen Sachen, die man aber hier sehr sicher geschlossen unterbringen kann. Dann haben wir das Hauptfach. Da ist uns einiges schon aufgefallen. Wir haben das ja vorher schon angeschaut. Hier haben wir zur ganz neue Besonderheit. Man kann hier zwei Flaschen anbringen. Das ist hier so ein Flaschenfach. Hier kann man die Flasche reinstecken und kann sie dann hier befestigen. Das heißt, ihr müsst also mit eurem Rucksack in den U-Bahnen, Bahnen oder wo auch immer, wenn ihr in der Stadt rumrennt, nicht mehr Angst haben, dass die jemand rauszieht oder berührt. Gerade jetzt vielleicht in der Corona-Zeit, wo ja doch alles ein bisschen hygienischer sein muss, könnt ihr eure Trinkflaschen dann jetzt auch innen hier sicher verstauen. Da zieht ihr einfach zu. Ja, hier macht ihr einfach den Knopf auf und dann könnt ihr im Prinzip eure Flasche reinmachen. Wenn die Flasche größer ist, könnt ihr das auch hier alleine nur mit dem befestigen. Da passen also alle Flaschen durch, somit dass die eigentlich fest drin steht. Die haben wir zweimal, diese Möglichkeit. Den kann man jetzt auch, da kann man jetzt auch ein bisschen mehr Volumen reinbringen in den 18er. Also da bringt man schon gehörig was rein. Und dann haben wir hier jetzt auch noch eine Neuheit von Vanquist. Wir haben hier einen wasserdichten Reißverschluss, wo man eben hier bei der 18er Tasche auch einen 17 Zoll Laptop reinbringt. 15er. Ja genau, bei dem kleinen ist es der 15er Bildschirmdurchmesser. Deswegen habe ich den Dennis dabei, weil der weiß sowas besser wie ich. Den könnt ihr auch hier verschließen. Wir haben das ja auch bei den Katara so schon gehabt. Damit hat Vanquist angefangen, dass man die auch schön per Klett hier zumachen kann, diese Fächer, wo man seine Laptops, iPads oder Tablets hier reinmacht. Da ist nochmal ein Fach drin und hier nochmal ein geräumiges Fach vor dem Laptop. Also hier hat man schon auch den Möglichkeit. Also wie gesagt, neu sind jetzt die wasserdichten Reißverschlüsse. Und da das Material ja sowieso wasserabweisend ist, denke ich mal, dass das einigen Regenschauern schon sehr gut standhält, um eben das zu schützen. Was ist noch neu? Wir haben also hier auch nochmal zwei Straps an der Seite, damit man, wenn man unterwegs ist in den Ferien, das auch schön auf seinen Trolley befestigen kann. Also wenn ihr den Hebel rauszieht von eurem Trolley, von eurem Koffer, da könnt ihr die quer hängen, die Tasche. So sind die auch für Reisen, wo ihr eure Laptops, iPads oder Tablets mitnehmen könnt, auch geeignet für den Transport. Und dann halt ganz normal halt dann eben die Rückentragemöglichkeiten mit dem Brustkorb, Beife wieder dabei. Ansonsten, wie gehabt, die Qualität von Vanquist. Hier haben wir eine starke Polsterung. Und sonst fühlt sich gut an. Es ist nicht zu steif, das Material. Hier haben wir nochmal so eine luftdurchlässige Fläche, dass man nicht sofort schwitzt. Und ansonsten im Großen und Ganzen finde ich das sehr gelungen. Jetzt schauen wir uns nochmal den 25 Liter an. Da gehen jetzt die 17 Zoll Bildschirme rein. Hier haben wir im Prinzip dasselbe in grün, aber alles etwas größer. Also hier auch wieder Molle Stripes, Fächer drin. Das obere Fach. Etwas größer natürlich alles, auch wieder mit Klett. Da habt ihr nochmal eine Möglichkeit, was zu befestigen. Hier habt ihr schon einen Karabiner drin. Für etwaige Schlüssel oder sonstiges Gear.
Dann das Hauptfach wieder mit einem durchsichtigen Fach mit Reißverschluss. Sehr gute Reißverschlüsse auch wieder vernäht. Und dann haben wir eben auch wieder die Möglichkeit, Druckknopf aufmachen, Flasche rein. Sollte die Flasche tatsächlich größer sein, kann man das auch weglassen und benutzt eben dann einfach nur hier den Strap, um eben dann die Flasche zu befestigen. Also die funktionieren sehr gut, kann man sehr gut zuziehen. Ich würde mal sagen, eine Literflasche passt da auf jeden Fall rein, weil dann kann man natürlich dementsprechend auch das in der Mitte von der Flasche rummachen. Lässt sich auch gut dehnen. Also da seid ihr auf der sicheren Seite damit. So, dann haben wir eben hier auch wieder dasselbe wie bei dem 18er. Große Fächer. Also hier merkt man schon auch durch die größere Volumen, man bringt hier doch einiges rein. Hier hat man wieder die Möglichkeit, eben vor dem Laptop hat man noch ein Fach und dann hier wieder den Laptop rein mit 17 Zoll Bildschirm. Das hört ja nicht immer nur am Laptop auf, das ist das Netzteil, du brauchst nicht mehr. Ja, du hast ja alles möglich. Das kannst du dann hier im Rucksack verteilen oder hier vorne reinmachen. Und der Vorteil eben, du hast diesen wasserdichten Reißverschluss. Gerade für die teure Elektronik. Ne? Ja, also das hat es vorher nicht gegeben. Klar, ich weiß, das Cordura, gerade das 1000er, das hat Vanquest auch bei den taktischen immer schon dort angebracht, wo Wasser hinkommen könnte, also bei den Außenflächen. Aber hier haben wir jetzt ein sehr wasserabweisendes Material. Man spürt das auch schon. Trotzdem bei dünnen Abmessungen und geringerem Gewicht, ne? Ja. Man darf nicht vergessen, 1000er Cordura bringt doch gleich mal doppelt so schweren Rucksack auf die Waage. Und deswegen haben sie eben auch ein spezielles Material, das könnt ihr bei der Beschreibung nachlesen, spezielle Firma, spezielles Material ausgewählt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, das ist jetzt total hartes Material. Es ist relativ weich, leicht und muss sagen, da ist Vanquest auch was Tolles gelungen. Wir kennen ja den Designer bei Vanquest, wir kennen die Jungs ja. Sind immer für Überraschungen gut und auch für Detaillösungen. Alle Reißverschlüsse, die außen sind, auch für die Gierfreunde, sind wieder, haben wir die Möglichkeit, wieder das mit einem Schloss zu verschließen. Also hier haben wir wieder die Möglichkeit, hier so ein Locking-System, also einfach hier ein Schloss reinzumachen, sodass wir außerhalb 42A für die Messerkenner, die wissen, was das bedeutet, 42A, kein Problem haben, auch dieses Gier mit uns zu führen. Weiter, last but not least, wir haben wieder die gleichen Farben. Es gibt eine neue Bauchtasche in zwei Größen. Ich habe jetzt nur die große dabei, leider Gottes. Auch wieder Multicam Black. Dann haben wir wieder das Shadow Grey. Zeige euch mal. Wir haben hier wieder Fronttasche, Reißverschluss. Hinten wieder dieses schöne orangige Nylon. Dann haben wir innen drin wieder wohlbekannt eben den Reißverschluss mit dieser durchsichtigen Nylon-Oberfläche. Dann haben wir hier wieder kleine Taschen. Da haben wir wieder die Möglichkeit, noch was anderes einzufädeln, die Molle, Gummistraps. Dann gibt es hier noch ein Fach, das kann man relativ groß machen. Und dann haben wir hier wieder Möglichkeiten, was einzuhängen oder an die Karabiner ran. Was hier jetzt noch besonders ist, wir haben eine Security-Tasche. Man kann die von hinten nicht sehen. Du trägst ja die am Körper. Ja. Und da kann man eben dann Geldbeutel oder sonstige Sachen reinmachen. Das nennt sich hier, das ist die Security-Tasche. Die man eigentlich von außen, wenn die jetzt im Körper anliegt oder wenn man es auch so hält, gar nicht sieht, dass da noch was dahinter ist. Also das finde ich eine ganz gute Lösung. Ansonsten Schnellverstellungen haben wir hier wieder. Das ist die gewohnte Qualität und die gewohnten Möglichkeiten von Vanquest. Fühlt sich alles sehr gut an. Hochwertige Kunststoffschnallen und Zipper von YKK. Ne? Ja, also von der Seite her haben sie wieder sehr gut abgeliefert. Und die Vanquest-Liebhaber, die werden das mögen. Wir haben hier auch wieder eben die Möglichkeit, auch wieder ein Locking-System mit den Zippern. Die sind jetzt diesmal dabei. Früher musste man die noch extra dazu kaufen bei den kleineren Rucksäcken und Taschen und Organisern. Die sind jetzt bei den neuen urbanen Versionen schon immer, werden die mitgeliefert. Und hier auch wieder die Möglichkeit für unsere 42A Problemgear, dass wir das mitführen können, abgesperrt. Und da könnt ihr ein kleines Schloss machen. Und dann seid ihr hier unabhängig unterwegs. Und das ist eben auch eine sehr gute Lösung von Vanquest. Und das Ganze auch noch in Blau. Midnight Blue haben wir noch eben. Auch sehr leicht. Das Material ist jetzt nicht zu hart. Ja. Trotzdem wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Also wie gesagt, das ist ein ganz neues Material, was sie da ausgewählt haben. Und ja, wir hoffen, das wird euch gefallen.
schaut doch mal im Shop rein. Dort könnt ihr noch sehr viele Angaben finden zu den Details der Rucksäcke und Taschen. Wie gesagt, das soll eben dieses taktische Gear einfach ergänzen. Und diese kleineren Taschen hier, die Dendrite, die sind wirklich für, sag ich mal, so Kurztrips in der Stadt. Die größeren zum Beispiel jetzt hier, die Edex, die kann man schon wieder auf Reisen verwenden, weil sie eben auch gerade die Möglichkeit haben, dass man sie hier auch nochmal beim Transport extra bei den Rollis oder bei den Koffern, die eben diese Stütze haben, nochmal extra zu befestigen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ansonsten sehr ausgereift, sehr gutes Material und eben die gewohnte Vanquest-Qualität. Jo. Solltet ihr Fragen haben, schreibt uns an, ruft uns an, schaut im Shop vorbei, guckt euch die Details an. Es gibt schon ein paar Videos drüber, auch von Vanquest selber, die zeigen nochmal, wie man die verschieden tragen kann und wie man das handhabt. Ansonsten am besten kaufen und ausprobieren. Okay, also, dann wünsche ich euch noch ein schönes Pfingstwochenende nach wie vor. Besucht unsere Seite, schaut euch es an. Ansonsten schreibt uns an, ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. Und wir freuen uns, wenn euch die Ware, die wir neu eingestellt haben im Shop, jetzt seit gestern Freitag, auch gefällt. Okay, also, benutzt euer Gear, benutzt eure Messer, benutzt alles und besonders auch die Vanquest-Taschen und alles da reinfüllen. Okay,